Herzlich willkommen. Ja, ich habe letzte Woche ein ganz cooles Foto gesehen von Angela Merkel und Ivanka Trump. Und es sieht ein bisschen so aus, als würde Angela Merkel neidisch auf Ivanka Trump gucken. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass tatsächlich Angela sehr wohl weiß, wo ihre Stärken und eben auch ihre Limits sind. Und eins muss man tatsächlich Ivanka lassen. Stil hat die Frau. Sie sieht immer aus wie aus dem Ei gepellt. Das Make-up ist nie zu viel. Die Haare sitzen immer. Und um genau die Haare geht es heute. Das sind diese wirklich dezenten Beach Waves. Und wenn ihr wissen wollt, wie die gemacht werden, dann bleibt einfach dran. Los geht's. Ich habe mir meine Haare vorher schön mit so ein bisschen Festiger, also noch bevor ich sie geföhnt habe, bearbeitet, sodass sie ein bisschen mehr Standfestigkeit haben und habe einen großen Klettwickler vorne in meinen Pony reingemacht. Da fallen sie einfach am Ende etwas schöner. Genau, und jetzt kommen wir eigentlich schon zu dem, worum es heute geht, um die schönen großen Beach Waves. Ich teile mir, ich würde mal sagen, pro Seite ungefähr 6 nicht zu schmale Pastis von Haaren ab und packe den Rest wieder nach oben und nehme meinen absoluten Favorite. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, eben zu diesem Beach Wave zu kommen, aber das ist meine absolute Lieblingsmethode. Ich nehme den Glätter, den Haarglätter. Dafür ist es tatsächlich von GHD oder GHD, dafür ist es tatsächlich gemacht, um die Haare zu glätten eigentlich. Aber er eignet sich eben auch ganz besonders gut, wenn man diese Technik, die ihr hier seht, anwendet, um möglichst große Locken zu machen. Also ihr nehmt es und nehmt dieses Passé zwischen das Glätteisen und dann dreht ihr das beim Rausziehen mit dem Uhrzeigersinn. Macht das Sinn? Ihr seht, was ich meine. Also praktisch nach außen. Ihr wollt ja die Haare nicht nach innen haben, sondern es soll schön nach außen gehen. So, und jetzt fällt mir gerade auf, dass ihr das Ende der Haare gar nicht sehen könnt, was ja blöd ist für so ein Tutorial. Und deshalb stehe ich einfach auf und zoome mich ein bisschen raus, damit ihr das Ende der Haare sehen könnt, beziehungsweise, Entschuldigung, das Ganze halt, ne? So, weiter geht's im Prinzip, wir machen immer dasselbe. Ich muss da ein bisschen aufpassen, ich habe da Extension, deshalb kann ich nicht allzu weit an meinen Haaransatz rangehen. Aber ansonsten würde ich wirklich empfehlen, für die, die keine Extension haben, wirklich möglichst nah am Haaransatz zu beginnen und langsam nach außen rauszudrehen, so wie ihr das hier seht. Es gibt auch noch so Locken-Setting-Spray. Wenn ihr also wollt, dass das ultra lange hält, also ein, zwei Tage, dann könnt ihr das vorher mit so einem Spray einsprühen. Das gibt nicht nur ein bisschen mehr Halt, sondern das hält dann auch relativ lange. Ja, und im Prinzip machen wir immer dasselbe. Wir nehmen uns die Haare, wir drehen die nach außen. Wir drehen uns die Haare, drehen die nach außen. Wie gesagt, pro Seite sind das ungefähr 6 Passés. Meine Haare sind leider so dünn und so brüchig mittlerweile, dass ich auf die Extensions angewiesen bin. Aber ich habe da einen ganz guten Hersteller, falls irgendeiner von euch wissen möchte, was für Extensions ich trage, dann lasst mich das unten in den Comments wissen. Dann gebe ich euch mal so einen kleinen Exkurs, was meine Extensions betrifft. Ja, und das ist auch schon praktisch, das war es auch schon. Also es geht relativ schnell, selbst wenn ich im Schnelldurchlauf gemacht habe, es dauert praktisch 10 Minuten. Dann schüttle ich die Haare so ein bisschen auf, nehme einen grob zinkigen Kamm oder eine Bürste und tupiere das leicht an. Es geht tatsächlich nur ein bisschen um das Volumen und nicht um das Tupieren an sich, sondern es soll sich ein bisschen schön miteinander verbinden. Tupiere das ein bisschen an, schüttel das ein bisschen auf am Ansatz, genau. Ja, dann nehme ich schön den Klettwickler raus und da muss jeder im Prinzip sehen, was da seine Präferenz ist. Ich mag das ganz gerne, wenn das so ein bisschen absteht an der Seite, also jetzt nicht ganz so diese Hasenohren, die ihr da seht, aber ich lege mir das praktisch so, wie es mir gefällt. Manchmal zubbel ich da fünf Minuten dran rum, aber wenn ich es habe, dann nehme ich das gute alte Elnett. Nichts geht über Elnett und dann betoniere ich praktisch diese Haare ein und da bewegt sich erstmal nichts mehr. Ja? Also mir fällt dann auch kein Pony mehr ins Gesicht. Aber dann habt ihr einmal wirklich euch um die Haare gekümmert. Das dauert 15 Minuten und dann hält das einfach Bombe bis zum Ende des Abends. Genau, und das Gute ist, dadurch, dass ihr das so schön mit Haarspray eingesprüht habt, hat das tatsächlich noch am nächsten Tag so einen guten Stand, weil es behält einfach sozusagen die Richtung, die ihr mit dem Haarspray einmal gegeben habt, ein, zwei Tage bei. Ja,
Und das war es eigentlich schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und mir würde es Spaß machen, wenn der eine oder andere mal ein Foto einklingt, wie das bei ihm so ausgesehen hat. Ja, so einfach ist das. Ein bisschen Elnett, das richtige Glätteisen und wir können alle so aussehen wie Ivanka Trump, oder? Tja, und wenn ihr Ivanka mal in Aktion erleben wollt, dann findet euch doch einfach am 25. oder 26. April in Berlin ein. Da findet nämlich der G20-Gipfel statt. Und im Rahmen des G20-Gipfels gibt dieses Mal auch einen W20-Gipfel. Und ich glaube, W steht für Women. Auf jeden Fall treffen sich Frauen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und networken ein bisschen. Da wird Ivanka auch sein. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr eingeschaltet habt bei Glamorama vs. Drama und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao, ciao.